Als Selbstständiger ist wahrscheinlich eine Tätigkeit, die du machst, Kundengewinnung. Das heißt, auf Social Media oder über das Telefon oder über irgendeinen Weg bist du unterwegs, um Menschen zu finden, die in dich oder in deine Dienstleistung investieren wollen. Und wenn es dir so geht wie viele andere Menschen, mit denen ich spreche, Kunden, die ich habe oder sogar wie mir selber das manchmal geht, ist, dass du Angst hast oder aufgeregt bist oder dir diese ganze Akquise, Telefoniererei echt Mühe macht, weil du mit deinen Ängsten vor Ablehnung, mit deinen Ängsten vor, ja, irgendwie nicht gemocht oder gefallen zu werden konfrontiert bist und dass dir einfach schwerfällt, Vertrieb zu machen. In diesem Video möchte ich dir so ein paar Ansätze aus dem Bereich Mindset und Heartset, also auch Emotionen, geben, damit es dir in Zukunft leichter fällt, Kunden zu gewinnen, Kunden anzusprechen und dabei weniger aufgeregt zu sein. Das erste ist das Thema der Projektion. Als mir das bewusst geworden ist, ist mir ganz viel Druck und ganz viel Stress abgefallen, weil ich kenne das auch, wenn ich Akquise Nachrichten schreibe oder wenn ich Leute anrufe, dass ich ab und zu mal negatives Feedback bekomme, dass mir vielleicht mal jemand sagt, ich wäre unerwünscht oder was ich mit so einer Kacknachricht machen sollte oder so. Vielleicht kennst du das auch. Und was ich aber aus dem Bereich Psychologie, Mindset, Heartset gelernt habe, ist, dass die Art und Weise, wie Leute mir antworten, das weniger über mich oder meinen Akquisestil aussagt, wie über die Leute selber. Du kannst keinen nerven, der nicht schon genervt ist. Du kannst keinen aggressiv machen, der nicht schon aggressiv ist. Das heißt, die Gefühle, die du erlebst, die ich erlebe, die sagen was über uns aus. Und wenn uns irgendwas im Außen triggert, was Gefühle in uns hervorruft, haben wir da eine Baustelle. Und so ist das halt im Vertrieb auch. Wenn du eine Antwort bekommst oder mal angenommen, du telefonierst, du machst Kaltakquise am Telefon und du hast einen potenziellen Kunden, den du gerne als Kunden gewinnen möchtest, hast du am Telefon und du stellst dich vor und sagst, was du möchtest und du bekommst ziemlich direkt so ein, was willst du eigentlich und was soll das denn, was viele erleben. Wenn du dir bewusst machst und wenn du weißt und auch mit dieser Einstellung da reingehst, dass das nichts, aber auch nichts mit dir und mit deinem Stil und mit deiner Art zu tun hat, sondern was mit der Art und Weise, wie diese andere Person tickt, was die andere Person für Vorerfahrungen hat oder was die andere Person auch für Baustellen hat, dann kann dir das ganz, ganz viel Druck wegnehmen, diesen ganzen Vertriebsprozess nicht persönlich zu nehmen. Ich habe immer mal wieder Situationen, auch über Nachrichten, wo jemand ziemlich angegriffen zu sein scheint davon, dass ich ihm oder ihr eine Nachricht aus dem Nichts schicke. Und es gibt immer noch Situationen, dass mir manchmal so eine Nachricht auch ein bisschen nachgeht, dass ich das Gefühl habe, so, oh, also wäre schöner gewesen, hätte mich die Person jetzt einfach gemocht. Aber in dem Wissen, dass diese Aggressivität vielleicht oder dieses Genervtsein eigentlich mehr sagt über diese andere Person als über mich, komme ich sehr, sehr schnell wieder in den Modus, das abzuhaken, vielleicht einfach nochmal ein liebes Dankeschön zurückzuschreiben oder zu sagen, hey, ich kann verstehen, dass du genervt bist, ich bin manchmal auch genervt, aber wenn ich dir dabei helfen kann, das und das und das und das zu erreichen und zu machen, lass uns doch gerne mal telefonieren, wenn du Lust dazu hast. Das ist der Bereich der Projektion. Mein zweiter Tipp ist, Ängste überwinden. Der Weg durch die Angst ist durch die Angst hindurch. Und wenn du Angst hast vor Akquise, wenn dir das wirklich Probleme macht, Leute anzusprechen, dann kannst du natürlich sehr viel an deinen Gefühlen, Emotionen und Gedanken und so arbeiten. Und das ist auch eine gute Sache, rede ich auch noch gleich ein bisschen was zu. Aber du musst es einfach machen. Du musst da durch. Du musst durch die Angst hindurch. Und mal angenommen, wenn du wirklich Angst hast vor Akquise, du würdest trotzdem jeden Tag in einer gewissen Schlagzahl, das, was du dir vornimmst, lass es mal 10 Anrufe, 20 Anrufe sein, du machst das jeden Tag. Und du arbeitest daran, an den Sachen, die du verbessern kannst. Und du reflektierst, was du erlebt hast. Und aber du machst es einfach, wie so eine Maschine, machst es einfach immer wieder. Dann wird die Angst mit der Zeit kleiner. Du stellst dich deinen eigenen Ängsten. Deswegen lass es dir so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten sein. Der Weg durch die Angst führt durch die Angst hindurch. Und der dritte Tipp und der letzte Tipp für heute, bevor ich noch so ein bisschen was zu dem Thema Emotionen sage, ist, sei authentisch. Der ganze Stress und dieser Druck, den du erlebst, vielleicht bei einem Kaltakquisegespräch oder im Vertrieb, ist sehr oft, sehr, sehr oft, und vielleicht bei dir auch, dieses Gefühl, performen zu müssen, schauspielern zu müssen, nicht ich selbst sein zu können, weil man ja der anderen Person irgendwie beweisen muss, was ich für ein geiler Hecht wäre und was ich alles zu bieten habe und wie toll meine Dienstleistung ist. Wenn du aber authentisch bist, wenn du diesen ganzen Druck und diesen ganzen Stress von, wer muss ich jetzt sein, mal ablegst und ganz authentisch
das rüberbringst, was du rüberbringen willst, wird ganz viel Druck abfallen. Ein Beispiel, wenn du gerade am Anfang bist deiner Selbstständigkeit, mal angenommen, deine Expertise ist noch nicht so tief, wie du dir das vielleicht vorstellst, deine Dienstleistung hat noch nicht viele Kundenerfolge produziert, weil du ganz am Anfang stehst. Und jetzt bist du aber in einem Call mit einem Unternehmer, der für dich als Kunde interessant ist. Und jetzt erlebst du diesen Stress, weil du versuchst, jetzt ihm zu beweisen, warum das alles so gut ist und warum er bei dir investieren soll und wie erfahren und toll du schon bist und was du alles schon für tolle Erfahrungen gemacht hast und so. Und dein Unterbewusstsein vielleicht versucht dir die ganze Zeit zu signalisieren, hey, das ist doch eine Lüge, du bist doch ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Wie kann ich dem jetzt versprechen, dass es funktioniert? Wenn du aber am Anfang des Gesprächs oder wenn du gefragt wirst, ganz ehrlich, das rüberbringst, was du wirklich denkst und fühlst und wer du bist, nimmt dir das sehr viel Druck weg. Also, wenn du zum Beispiel jetzt in einem Telefonat mit dem Unternehmer bist und er fragt dich, ja, wieso sollte das bei mir klappen und so, anstatt dass du dann anfängst, dich anzuspannen, kannst du einfach sagen, hey, ich bin gerade ganz am Anfang, du wärst mein erster Kunde und ich kann dir nichts versprechen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Chance bekäme, weil ich habe so viel gelernt und so viel gemacht und so viel vorbereitet dafür, dass ich dir die beste Dienstleistung geben kann. Und jeder fängt mal an, du ja vielleicht auch und lass uns das doch machen. Zum Beispiel. Oder wenn du von einem Instagram Live aufgeregt bist, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt hier für deine Zielgruppe da irgendwie super performen. Und du würdest am Anfang einfach nur so einen Satz sagen wie, boah, ich bin so mega aufgeregt gerade, das ist eins meiner ersten Lives und ich weiß gar nicht, ob ihr das toll findet oder nicht, aber ich möchte heute das und das rüberbringen. Alleine indem du ehrlich bist mit diesen Gefühlen, die du hast, indem du authentisch bist und nicht glaubst, jemand sein zu müssen, der du noch nicht bist oder der du sein willst, aber wo du halt einfach noch nicht bist, wird dir das ganz, ganz viel Stress und ganz viel Druck aus diesem Vertriebs- und Akquiseprozess rausnehmen. Das waren meine drei Tipps, die dir helfen sollen, besser im Vertrieb zu werden und weniger Angst zu haben, diesen ganzen Prozess zu durchlaufen. Noch zwei, drei Sätze zu dem Thema Emotionen, weil ich glaube, Reflexion ist sehr, sehr wichtig. Und der Hauptpunkt, warum wir, und wenn ich sage wir, meine ich wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich auch kenne, dass es viele Selbstständige gibt, die super erfolgreich und super geil und super geniale Sachen machen könnten, aber sich selber so stark sabotieren, am größten Hebel zu arbeiten. Und für die allermeisten ist das Vertrieb, Kundengewinnung. Ich habe lange dazu tendiert, über zu analysieren und wirklich auf die Suche gehen nach diesen tiefen Emotionen und was dahinter steckt und so. Und das fand ich super und es hat mir geholfen. Und auf der anderen Seite hätte ich einfach auch durchziehen können. Und ich möchte, dass du diese beiden Schienen machst, dass du einerseits dir eine Strategie planst, wie viel Anfragen und was jetzt im Vertrieb genau deine Schlagzahlen sind am Tag und das durchziehst und dir dann am Ende des Tages oder vielleicht am Ende der Woche für eine längere Zeit dir Zeit nimmst, diesen Reflexionsgedanken wirklich umzusetzen. Das heißt, du setzt dich hin mit deinem Tagebuch und du gehst in diese Gefühle rein, die du erlebst im Vertrieb. Diese Angst vor Ablehnung zum Beispiel oder dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein oder irgendwie exposed zu werden, dass dir jemand auf die Schliche kommen könnte, dieses Gefühl. Und dann machst du dir wirklich Gedanken, wo kommt das Gefühl her? Wo hat sich das Gefühl vielleicht in meinem Leben gebildet? Und du fängst an, auf die Suche zu gehen nach den Ursprüngen von diesen ganzen Gefühlen, die du heute erlebst und die dich sabotieren, das zu machen, was du eigentlich machen willst. Wenn du dem auf die Schliche kommst, wenn du regelmäßig darüber nachdenkst und reflektierst und diese Gründe siehst, kannst du dich von diesem Gefühl mehr und mehr distanzieren. Und Selbstsabotage wird immer weniger ein Thema werden in diesem speziellen Bereich, weil du ja an diesen Gefühlen arbeitest, weil du zu einer neuen Person wirst. Und das ist ein Prozess, wo ich drauf bin, wo ich meine Kunden gerne dabei begleiten möchte. Und wenn du Interesse hast, dich weiterzuentwickeln als Selbstständige, Selbstständiger und besser zu werden im Verkauf und im Vertrieb und dir wirklich ein geiles Business aufbauen willst und den Eindruck hast, auch nach dem Video, vielleicht kann Tommy mir dabei helfen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir in dem Link in der Video-Description oder über Instagram. Lass uns mal unverbindlich einen Call vereinbaren und wirklich gucken, ob und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ängste zu überwinden und zu der Person zu werden, die du wirklich werden willst oder werden musst, um deine Ziele zu erreichen. Ich freue mich, von dir zu hören. Danke fürs Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal.